Ich heiße dich recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Captain of Industry. Da sind wir wieder zurück. In der letzten Folge haben wir diese Anlage hier gebaut. Wir haben jetzt unser Handelsschiff, welches hier Rohöl aus der Kolonieinsel, wenn man es mal so sagt, anliefert. Ich stelle es mal wieder runter, wir brauchen da nicht so viel Öl für den Moment. Lädt hier das Ganze aus. Der Ausladeprozess ist recht langsam, wenn ihr das seht hier. Und aktuell wird alles sofort in die Leitungen verarbeitet zur Produktion. Das Einzige, was noch nicht geklärt ist, wir haben noch den Ablauf nicht hier für die Dinge, die wir ins Meer schmeißen möchten. Und den müssen wir jetzt mal kurz improvisieren irgendwie, dass da der Prozess läuft. Muss mal schauen, kann ich den... Ja, wir stellen den für den Moment das fertig gebaut da. Nee, aber... Ja, ich stelle den einfach mal hier auf, so... Und für den Moment werden wir das da so machen. Wir warten ja immer noch darauf, dass hier der ganze Bereich fertig gebaut wird. Und das wird halt noch ein bisschen dauern. Hier die ganze Ecke zuzufüllen. Und dann platzieren wir da noch einen weiteren Frachthafen dann. Der dann wirklich schön mittig zu dieser Anlage ist. Und auch noch genügend Lagerkapazität mit sich bringt. Ja. Und sobald wenn diese Entsorgung jetzt hier auch noch gebaut ist... Dann sollte das eigentlich passen. Die können zum Glück hier hinfahren. Ja, man kann dann doch nicht alles ohne Leitungen bauen hier. Aber ich finde, wenn das dann jetzt, also wenn die Leitungen nicht sind und die hier schön geradeaus ins Meer geht, dann sieht das, glaube ich, dann ganz gut aus. Was natürlich aktuell nicht ganz so danach aussieht, ist klar. Ja, saures Wasser gibt Wasserverschmutzung. Sohle zum Glück nicht. Wir haben hier beides. Einmal von da hinten, hier Sohle. Und einmal von da dann saures Wasser, was sich aktuell hier in den Leitungen staut. Gut, es läuft ja auch schon die zweite Fabrik. Hier drüben nicht, weil hier... Oder ist es vielleicht gerade gelaufen? Kann auch sein. Ja, ist es, weil hier ist schon 45 Treibstoff drin. Und hier 57 bereits. Ja, also es sollte auch massiv mehr entstehen jetzt. Das darf man nicht vergessen. Als wir das hier drüben gehabt haben. Wir haben da auch nur noch 7800 im Boden. Die werden wir natürlich noch auspumpen, ganz klar. Das vollständig erledigen. Wir machten hier 16 in 20. 16 Diesel. Und wir machen hier drüben mit einem schon 12. Also beide zusammen machen 24. Das heißt rund die Hälfte mehr, so gesehen. Als da drüben. Ja, und jetzt läuft hier richtig gut raus. Das ist ja schön. Ich hoffe, dass sich die Leitung hier, ja, dass der mehr wegbringt, als wir hier produzieren. Das wäre noch schön. Wir haben auch einiges erforscht, was wir jetzt noch nicht gebraucht haben. Und es wäre schon noch gut, hier ein paar Dinge zu machen. Als letztes machen wir dann den Stahl, weil danach geht es dann richtig nächste Konstruktionsteile. Also, was haben wir denn erforscht, was wir jetzt noch nicht gebraucht haben? Das ist eigentlich gar nicht so viel. Gesehen. Wir können noch die Energie upgraden hier. Und wir müssen bei der Landwirtschaft noch was machen, denn wir können Weizenfelder machen und daraus Brot. Das wäre auf jeden Fall noch was. Was ich auch sehen möchte, wie das funktioniert. Oh, ja, die Leitung wurde langsam leer. Das ist gut, das läuft. Aber wie gesagt, wenn da dann sowieso nicht so viel Rohöl da ist. Wenn der viel zu viel verarbeitet, dann passt das auch so. Okay, dann lass uns doch mal schauen. Hier beim Energieantrieb gibt es noch ein Upgrade. Und das ist das folgende hier. Bietet mechanische Energiespeicherung und die Fähigkeit des automatischen Ausgleichs für Turbinen. Wir haben hier ein Schwungrad. Das Schwungrad kann 80 Megawattsekunden mechanische Energie in Form von Trägheit einer sich drehenden Masse speichern. Es verliert nur langsam die Energie, wenn alle Objekte an der gleichen Welle untätig sind. Verbrauchen oder produzieren keine mechanischen Energie. Und dann haben wir die Turbinensteuerung. Wenn manuell für eine Dampfturbine aktiviert, verhindert es, dass Dampf verschwendet wird, indem die automatisch abgeschaltet wird, wenn ein großer Überschuss an mechanischer Leistung auf der Welle vorhanden ist. Okay. Also, was... Ich glaube, wir können das hier... Können wir das da aktivieren?
Da, automatischer Ausgleich, das wäre wahrscheinlich das. Ja, genau. Der Wirkungsgrad ist das Verhältnis von erzeugter Leistung zu eingesetzter Leistung. Er gibt an, wie effizient das Eingangsprodukt in mechanische Leistung umgewandelt wird. Wenn die Welle überlastet ist, wird ein Teil der erzeugten Leistung verschwendet und der Wirkungsgrad sinkt entsprechend. Okay. Wir haben aktuell 100% da bei beiden. Da drüben läuft nur eine. Jetzt laufen dann gleich wieder nur eine. Das passt sich immer nach dem Energiekonsum an, muss man sagen. So, und was haben wir jetzt da dazu bekommen? Nur das Schwungrad. Und das kann man hier noch anhängen. So. Testen wir es doch einfach mal aus. Gerade da drüben ist ja gut, weil zurzeit der läuft ja durch. Der kann nicht speichern. Und hier, denke ich mal, wäre mechanische Energie übrig. Ich weiß halt nicht, der produziert die aber auch nicht voll, gehe ich mal davon aus. Wir schauen einfach mal, ob uns das noch was bringt. Von dem könnte man theoretisch mehrere dann aneinander hängen, weil die speichern ja jeder dann 80. Gehe ich mal von aus. Ah, jetzt wird hier angeliefert. Übrigens noch keiner Hinweis. Gab auch ein Update. Und jetzt sind die Steuerung ist für jeden anpassbar. Das war früher nicht so. Da war die Steuerung fix. Das haben sie schön geändert, weil wahrscheinlich das viele gefordert haben. Gehe ich davon aus. Ich muss aber echt sagen, für meinen Teil, ich konnte mich mit dem schon immer abfinden eigentlich. Ja, das war nicht so das Problem. Gut, jetzt haben wir 100%, weil der jetzt Leistung aufnimmt. Sieht auch cool aus, ehrlich gesagt. Den kennen wir nicht, glaube ich. Ich bin mir nicht mal so sicher. Wir hatten letztes Mal nur dann den Prozess, um Dampf dann wieder zu verwerten, glaube ich. Okay, der dreht jetzt hier einfach. Und ist der dann in der Lage, die 85 wieder auszugeben? Er zeigt genau das an. Durchsatz 7%. Es ist einem manchmal ein bisschen... Also gerade diese Dinge sind in diesem Spiel extrem kompliziert gefühlt. So. Er kann 80 Megawattsekunden mechanische Energie speichern. Ah, da oben. Wir haben hier jetzt 78 von 85 und hier ja nur 4 von 5. Das heißt, der gibt die dann aus. Und bei einem Wasserausfall oder so läuft er weiter. Und zwar noch... Ja, einiges weiter eigentlich. Ja, weil hier ist auch 4 von 5, das wird vom selben Overlay genommen. Es ist halt auch kompliziert gemacht. Ihr habt hier Megawatt, hier sind es Kilowatt. Und das ist ein halbes Megawatt, so gesehen. Also, wenn hier 5 von 5 ist, ergibt das 10 mal dieses Rezept hier, also 3000 Kilowatt Energie dann wiederum für das Ganze. Und da oben haben wir jetzt eben, da haben wir jetzt viel, viel mehr. Also am Ende ist es einfach ein Zwischenspeicher, was der uns genau jetzt, also ja, es ist jetzt nicht mehr so anfällig. Wenn die Produktion ausfällt, dann haben wir hier einen super Zwischenspeicher. Und jetzt schauen wir uns noch das Farmzeugs an. Und zwar einerseits haben wir hier aus Kompost und Wasser gibt es Dünger, nämlich organischen. Und wir können aus Tierfutter und aus Biomasse wiederum Kompost herstellen. Was haben wir da bekommen? Gerade eine Frage, wie kriegen wir Biomasse? Das geht alles noch nicht. Das ist nämlich hier dann im Lebensmittelhersteller. Okay. So, aber das viel Interessantere ist eigentlich das hier. Und zwar haben wir da die Mühle und die Backanlage bekommen und wir kriegen aus Weizen Mehl und Tierfutter und können dann das Mehl mit Wasser zu Brot machen. Und wir können aber auch direkt Tierfutter machen. Ja, das Tierfutter auch wieder verbrennen. Sehr gut. Und hier die Biogasanlage, die haben wir ja bereits hier. Da können wir auch Kompost daraus machen. Also dann denke ich jetzt...
Ich ersetze hier mal. Was können wir denn Mais brauchen? Das ist eine andere Sache. So, Mais plus Wasser gibt Maisbrei und Tierfutter. Also auch Tierfutter direkt oder dann Biomasse. Und der Maisbrei kann dann zu Ethanol gemacht werden. Ah, okay. Also aktuell Mais hat für uns keinen Stellenwert. Wir säen hier mal Weizen aus. So. Das dauert übrigens, das dauert 6 Monate. Hier. Also es dauert auch viel, viel länger. Deshalb, ich sollte nicht zu viele dadurch ersetzen. Hier mal noch einen. Und da ist Kartoffel auch. Da ist das Lager jetzt auch nicht gerade voll, weil wir hier Kartoffel immer noch zu Kompost bearbeiten. So. Wir haben nur 12 von 14 drin, ja. Ja, das ist eben schön. Was da schön ist, es reguliert sich von alleine. Weil, was die Fahrzeuge hier anliefern, das bekommen die da nicht mehr raus. Das ist quasi wie gelockt. Und der Rest wird hier gelagert und wird dann verarbeitet. Geht eigentlich ganz gut auf. So, wie ist das jetzt mit dieser Mühle? Wo habe ich das da gehabt? Hier. Also, da müssen wir einfach den Weizen anliefern und hier dann mit Wasser kombiniert gibt es Brot. Eigentlich könnten wir das noch um die Pumpe da herum bauen, weil... Oder braucht das viel Wasser? Nee, eigentlich nicht. Na komm, dann testen wir doch das mal hier aus. War ja, so ein bisschen nach unten geneigt. Also erstmal die Mühle. Ah, die würde da den Mais, da brauchst du Wasser für den Mais. So. Und dann die Backanlage, ist die riesig. Da können ja richtig viele Zutaten reingehen. Nicht nur ein bisschen was. So, Weizen. Da ist dann klar, was hinkommt. Aktuell zumindest. Also, Weizen ist auch etwas Geschütztes. Nee, Mehl nicht. Hier. Ja, der hier ist gewachsen. Da wurde schon einmal geerntet. Das heißt, wir haben gleich das erste Brot. So gesehen. Also, wird hier in der Mühle, da sieht man leider nicht so viel, man sieht hier nur Mahlsteine, kommt es da raus. Aus 8 Weizen werden 8 Mehl plus ein Tierfutter. Wir müssen noch schauen, dass es ein Lager für Tierfutter gibt. Und dann hier 8 Mehl gibt 12 Brote. Und das kostet auch richtig Energie, wie ihr da seht. Wird gleich unsere Energie dann an den Anschlag bringen. So, und da machen wir da ein kleines Lager erstmal für Brot. Gleich ans Gebäude dran, wie man es kennt. Brot. Und wo kommt das Tierfutter? Kommt das auch hier rein? Wie sieht das aus? So, wahrscheinlich hier, oder? Ja. Da machen wir gleich ein großes. Weil da haben wir zurzeit noch keine Verwendung. Da habe ich die Leitung wieder ein bisschen zu tief gebaut für einmal. So, der hat schon 24 Brote. Und jetzt gehen wir hier vorne hin. Hier haben wir noch einen Slot zum Zuordnen. Da könnten wir es theoretisch dann auch. Und hier weisen wir einfach mal die Brote zu. Wir können da übrigens auch Mais noch als solches anliefern. Das bringt auch noch einen... Jede Art gibt eben einen Bonus. Und es verteilt sich dann schön. Und ich hoffe, das gibt dann auch wieder ein bisschen Gesundheit. 2 Kategorien erfüllt. Ja, die anderen beiden sind dann ein bisschen schwerer. Aber die Hühnerfarm ist ja eines der nächsten Dinge. Oh, der hat Kartoffeln dabei. Kann es kaum erwarten, wenn da das erste Brot da drin ist. Ich glaube, der hat die ersten Brote dabei. Jawohl. So sieht der Weizen aus hier. Bringt 58. Das ist wiederum, ja... Gleich viel, 66 Mais würde es geben. Der braucht 4 Monate. Ist noch was dazwischen. Und ja, mit dem Wasser stehen wir sowieso gut da aktuell. So seht ihr, wie er reift. Wie er schön gedeiht. Fast ein bisschen helfen wieder. Da wird er grau, so gesehen. Ah, und jetzt ist er gleichmäßig.
Leider regnet es ein bisschen. Richtig schönes Bild. Ah. 0,4 Monate und wir haben 44 Ernte von den 58. Das ist wegen der Düngung. Also als nächstes müssen wir dann an der Düngung arbeiten. So. Boah. Jetzt können sie es abholen. Das Schiff ist im Kampf. Das ist unseres. Zwei Kanonen. Wir haben den also gewonnen. Und wir können da... Hier komme ich eh nicht hin. Wir können da noch hier ins Nachbarort gehen. Das ist eine Ölbohrinsel hier tatsächlich. Ah. Haben wir die andere überhaupt? Wir können beim anderen noch die Fracht ausliefern gleich. Auf der Rückfahrt. Und wenn dann die Fläche weg ist, können wir da schön Gewächshäuser hinstellen. Da würden sogar so übereinander zwei passen. Oder wir stellen es halt so in Fraktionen. Immer drei. Ah, es gibt, ich glaube, es gibt viel zu viele. Wir müssen denken, wir müssen überall Wasser hinbringen. Sowie dann auch Dünger, wenn es möglich ist. Aber das mit dem Dünger ist halt noch ein bisschen kompliziert. Den haben wir ja auch. Hier. Das ist der Mischer. So, der ist hier. Wir brauchen 12 Kompost plus 4 Wasser. Und das gibt dann 16 Dünger. Wo kriege ich hier Wasser her? Eigentlich von da hinten wäre es. Aber die ist ja ausgelastet, oder? Nee, nee, nicht mal. Dann beziehen wir doch gleich Wasser hier an der Pipe. Die Frage ist halt, können die Trucks da noch etwas anliefern? Machen wir das so. Also, ich möchte hier Dünger herstellen. Auch nur mal versuchsmäßig, muss man sagen. Und wir können ja mal sagen, wir schließen da den... der guten Leitung natürlich. Wir schließen den an. Hier alle anzuschließen mit der Leitung, so wie ich es gemacht habe, wird schwer. Ihr seht, da kommen wir nicht drüber. Hier geht es dann zwar, aber auch da... Ja, es wird ein bisschen mühselig da. Das ist jetzt halbautomatisch. Aber ihr seht, 12 Kompost brauche ich da für 16 Dünger. Und hier, um hier 12 Kompost zu erreichen, das gibt eine unglaubliche Zahl, brauche ich über 150 Kartoffeln, die ich da verarbeite. Ich könnte es auch mit 11 Weizen machen, das wäre auch möglich. Dauert dann aber länger, gibt aber auch mehr raus. Deutlich mehr eigentlich. Was auch hier den Diesel angeht. Das ist ja auch noch eine passive Dieselproduktion so gesehen. Düngemittelübersicht. Genau. Jetzt haben wir hier den organischen Dünger. Maximal 100%. Ein Dünger gibt 1%. Dann gibt es einen Dünger 2, der ist 140%. Und der Dünger 1, 120%. Ja, die Sortierung ist glaube ich ein bisschen... Das könnte auch oben sein. Gut, das heißt, die Fruchtbarkeit kann jetzt auf 100% kommen, im Maximum. Und ich kann jetzt ein Ziel angeben und je nach dem Ziel wird er dann düngen. Wenn ich jetzt sage, das Ziel ist 90%, dann seht ihr schon, da wird der Dünger eingesetzt. Denn wir sehen es hier dann, ja genau, da geht es runter, wie ihr seht. Und jetzt wird er hochgedüngt. Jetzt kann ich natürlich hier sagen, die vierte Frucht stellen wir ein auf Weizen. Das heißt, wir machen keine natürliche Regeneration mehr. Das setzen wir aus. Und wir halten das mit dem Dünger hoch. Das sieht jetzt natürlich danach aus, als könnten wir damit alle Farmen anschließen. Aber ich kann euch sagen, auf die Länge wird das hier, ja, wird das sehr viel Dünger verbrauchen. Weil wie gesagt, ein Dünger ist 1%. Und da ist es dann schon ein Dünger ist 2%. Also der ist auch von der... Wirkung her nicht ganz so viel. Oh, wir haben hier geliefert. Der baut gerade. Dann stelle ich die Zeit noch ein bisschen höher. Und ich glaube, der nimmt den Dünger so auch nicht mit. Oder kann ihn nirgends hinliefern. Weiß nicht.
Also man kann da das Ziel ein... Wenn ich jetzt hier vielleicht das Ziel auch höher stelle, dann würde er abholen. Das kann gut sein. Ja, aber so hält er das mal und schau mal, wo das hinführt. Auf jeden Fall, klar, gibt es jetzt einen größeren Ertrag, das schon. So, die könnte weiter ausgebaut werden. Ah, jetzt kann ich sie bis 4-mal erhöhen, okay. Ich würde sagen, wir können es uns jetzt leisten, auf 2-mal zu gehen. Wir haben da genügend. Und es kostet auch weniger. Die Einigkeit ist auch weniger geworden. Das ist gut. 1600 Jahre übrig mit diesem Tempo. Hier hat sich nichts angestaut, aber da, immerhin, es hat sich erhöht. Immerhin das. So, ich würde sagen, das war's von der heutigen Folge. Wir haben sehr viel geschafft. In der nächsten Folge werden wir es wahrscheinlich erleben, dass dann hier mal Grundgestein kommt. Oder einfach Stein wieder, anstatt nur Kohle und Erde. Und ja, wir haben eine Düngerproduktion. Wir haben eine Brotbackmaschine. Da oben ein bisschen vorgesorgt, um da Felder zu erweitern. Und... würde sagen. Ah ja, wir haben auch noch die Schwungräder hier getestet. Die jetzt da laufen, aber aktuell, ihr seht, wir brauchen genug Energie. Wir müssen jetzt eher nochmal sowas daneben bauen und dann hätten wir locker genug. Aber das und vieles mehr sehen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, wie erwähnt. Bis dahin, tschüss!